Hallo, ich bin's, euer Günther. Nun haben wir ja schon Woche 4. Und unser letztes Adventsmagazin für dieses Jahr kommt nun zu dir. Nun gehöre ich ja zu den Menschen, die nicht nur täglich an Schokolade denken, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, sondern auch diese Leckerei konsumiert haben. Genauso liebe ich Pastagerichte aller Art und mein Nudelverbrauch war sehr hoch. Lauter kleine leckere Sünden. Und die Kalorien, die im zunehmenden Alter auf den Hüften hängen bleiben, werden mehr und mehr. Ich bin ja alleinstehend und koche immer noch für zwei Personen. Also täglich zu viel gekocht. Und oftmals wurden die von mir verputzt. Ein paar Löffel zum Abschmecken, ein Teller und dann noch ein Teller. Und was denn noch so im Topf war. Im Groben ist das mein täglicher Stand. Nun ist seit 14 Tagen Folgendes passiert. Die Lust auf mehr Süßigkeiten ist mir irgendwie abhanden gekommen. Bereits nach 6 Tagen keine Pasta, ganz nach dem Motto, nicht schon wieder. Die Portionen mittags haben sich verkleinert und es gibt nicht nur Pasta. Süßigkeiten kaufe ich jetzt schmunzelnd für meine Tochter und meine Enkel. Mein Essverhalten ändert sich gerade mit Spaß und weil ich es will. Ich bin von C-Balance total begeistert. Weihnachten mit reichhaltigem Neunerlei des Erzgebirges. Kartoffelsalat, Speckfettbrot, Plätzchen, Stollen, Schinken, grüne Klöße, Rotkohl, Gänsebraten, Kartoffelsuppe und Wiener Würstchen. Das Neunerlei zieht sich über den ganzen Tag hin. Doch, sicher kannst du dir vorstellen, an so einem Tag gehe ich völlig platt und übersättigt ins Bett. Da freue ich mich auf dieses Jahr, denn mein Blutzucker wird im Level gehalten und ich kann schlafen ganz ohne Bauchkneifen und Darmzwicken. Ich bin sehr zufrieden mit Fitlein C-Balance. Ich nehme C-Balance, wenn ich tagsüber viele Kohlenhydrate esse. Die Verdauung geht auch viel besser. Wer hätte gedacht, dass man das Neinerlei ganz ohne schlechtes Gewissen genießen kann? Fitlein C-Balance macht es möglich.